Yo Leute, was geht? Euer Iosgame wieder am Start mit einem MT4 Gameplay. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Game noch nicht benutzt. Wenn ihr schon benutzt, tut's mir leid, Leute, sorry. Aber ich bin zurzeit so durcheinander mit meinen Gameplays. Ich habe so viel gehabt und jetzt kenne ich mich alles einmal aus. Jetzt habe ich zwar nur mal zwei Gameplays. Das liegt auch daran, dass ich nicht mehr so konstant Videos hochlade. Weil ich nicht MC4 spielen will und ich will auch kein Gast-Gameplay nehmen, weil, ja, ich finde das nicht so geil. Und ja, das ist ein bisschen das Problem. Aber ich muss dann halt irgendwann nochmal wieder spielen und, ja, was soll man machen? Auf jeden Fall, ich hoffe, ich habe es nicht benutzt. Mein Thema ist eigentlich halt, was halte ich von den ganzen News von MC5 zurzeit? Also die ersten News waren ja das mit Venedig und alles, das ist mir eigentlich ziemlich in den Sack vorbeigegangen. Ich habe mir dann in Stream ein bisschen angeschaut, also in Livestream von MC5 und da muss ich sagen, das mit den Missionen oder generell mit der Story haben sie so beim ersten Eindruck mal richtig verkackt, muss ich sagen, weil, ja, die eine Mission mit der Sniper-Mission, Alter, du musst 15 Leute oder so, keine Ahnung, hast die Sniper, sitzt auf dem Dach ab, musst 15 Leute umbringen mit der Sniper und das war eine Mission, das war es einfach so. Ich meine, was soll das bitte? Das ist keine Ahnung, das ist kein Rollenspiel oder so wie, was gibt's denn zum Beispiel? Oder so wie Flappy Golf, wo du einfach nur ein kurzes Level hast und dann ist das Level schon wieder vorbei. Das ist total unnötig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Habe jetzt gerade Zorgen gesagt statt Zorgen, ist wurscht. Und ja, das lässt mich echt kalt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Story wenigstens gut wird. Und was ich echt scheiße finde, das finde ich echt kacke. Dass, wenn du Kampagne zocken willst, geht es über Internet, Alter. Das geht über Internet, was ich gelesen habe. Ich hoffe, das kommt wirklich nicht, Alter. Wenn es über Internet kommt, stellt euch vor, es gibt Leute, was jetzt da zum Beispiel Guthaben bei einem iPhone haben, kann immer sein, der was dann daheim ein WLAN hat und der hat halt nur Guthaben, der kann halt nur so telefonieren dann unterwegs und der möchte einfach unterwegs einmal eine Runde MC5 zocken, was ist, ja, so Guthaben ist in, keine Ahnung, in einer Minute oder so einmal weg und das finde ich echt schade. Es sind fast nur mehr alle Spiele online und das ist echt scheiße, ich war nur 1 GB frei und das ist ziemlich wenig. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich nicht so krass. Aber was soll man machen? Und ja, was ist dann auch noch die Infos, was auch noch waren? Es gibt nur 4 Modis am Anfang, das ist echt lächerlich, muss ich sagen. Es gibt Team Deathmatch, das wird am meisten gespielt. Capture the Flag, VIP und Frei für alle. Das sind die 4 Modis. Ich muss sagen, VIP. Das spiele ich echt gern, das ist das Gameplay VIP, also das spiele ich echt gern, muss ich sagen, weil da kannst du wirklich gute Gameplays reißen, weil die meisten Leute, sie konzentrieren sich immer nur auf der was der VIP ist und da kannst die anderen Gegner einfach so mal wegholen und flankieren und alles. Und deswegen spiele ich den Modus eigentlich so gern, da kannst du einen guten Score machen. Und ja, dann, was gibt's noch? Also, was ich gesehen habe, es wird immer 5 Waffen von einer Kategorie geben, oder waren es 4? Weil es ist ja noch ein Feld unten frei. Und ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 sind mit ohne Feld. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Müsst ihr mal im Livestream schauen, aber ich glaube, es waren 4. Und dann eins mit einem freien Feld. Das könnte ich mir so mit Update vorstellen oder irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt 4 oder 5 Waffen von jeder Kategorie, von Sturmgewehr, von Schrotflinten und von Sniper. Und von Pistolen, glaube ich, ja, oder? Ja, das war es jetzt nicht ganz genau mit Pistolen, aber auf jeden Fall so 4, 5 Snipern gibt es auch. Und ja, was ich auch gesehen habe in der Kampagne, ich hoffe nicht, dass die One-Shot macht, Alter. Ich habe nämlich gesehen, wie sie auf den Fuß geschossen haben, Alter. Und der ist verreckt, Alter, der ist verreckt. Das ist die gleiche Logik wie bei COD. Du schießt mit einem Wurfmesser einen Hacks und der verreckt gleich. Wo ist da die Logik? Ich check's einfach nicht. Ich weiß,
COD ist mehr so Action oder so, na, Science Fiction kannst du nicht sagen, aber so Action spürt nicht so Realismus wie bei Dings, wie bei Battlefield, genau. Aber trotzdem, bitte, ein Wurfmesser im Fuß, höchstens verblutest, aber dann hast du auch noch ein paar Minuten, bis du verblutest, das ist unlogisch, aber ist wurscht jetzt. Und ja, das zu denen mal, gibt es sonst noch irgendwelche Infos oder Infos, News? Ich glaube, sonst großartig nicht mehr. Oder sonst haben wir nicht genau geschaut, aber auf jeden Fall. Ich schätze mal, dass das Spiel erst nach der E3 kommen wird. Also, wenn es bei der E3 vorgestellt worden ist, nach der E3 wird es dann irgendwann kommen. Lasst euch nicht einreden, dass es schon vor der E3 kommt. Das kann nicht sein. Und das kann auch nicht jetzt da zum Beispiel. Wenn das Video jetzt da am 3. ist es schon der 7. Ich weiß gar nicht, Alter. Ich bin so baniert, Alter. Auf jeden Fall, ja. Lasst euch nicht einreden, dass es jetzt schon, keine Ahnung, Alter, in den Monat jetzt schon kommt. Das ist unlogisch. Das wird nicht kommen. Es wird nach der E3 wird es wahrscheinlich kommen. Bei der E3 wird dann wahrscheinlich nur ein Trailer oder so kommen und dann wird es langsam so sein, dass es kommt. Vielleicht kommt, na, das glaube ich nicht, dass er Beta kommt, aber geil war es irgendwie. Aber na. Auf jeden Fall wird noch dauern, bis das Spiel kommt. Ich habe da mal Watch Dogs. Da tue ich sowieso immer Livestream und du kannst auch vorbeischauen, wenn es wohl, also von denen her. Und mir dann folgen, dann kriegt sie immer Nachricht, wann ich stream. Und das war es eigentlich von meiner Seite aus wieder. Ich werde mal wieder ein paar Gameplays erspüren. Was ich noch schnell erwähnen wollte, der Apex-Clan ist der was noch joinen will oder so, keine Ahnung, kann ja sein, dass er noch mal joinen will, der ist dead, beziehungsweise auf Ballerina halt. Ich werde, glaube ich, den Clan-Tag vielleicht noch drin lassen, aber wenn es in die Ballerina-Gruppe meine geht, da schreibt fast keiner mehr und ja. Auf jeden Fall, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Und schaut bei Twitter und Twitch bei mir vorbei und könnt bei Ballerina auch vorbeischauen. Ciao.